Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen, Jan aus dem Geek Talk hier. Wir schreiben den Dienstag, den 13.12. und ich habe für euch wieder 5+1 spannende Tech-News vorbereitet. Wir beginnen mit den neuen Kopfhörern für die Apple-Geräte, beziehungsweise mit neuen Kopfhörern aus dem Hause Apple. Einerseits geht es wieder um die AirPods. Wir hatten gestern da schon ein Thema, darum das Plus-1-Thema quasi. Andererseits auch um die Beats X, die auch bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Wir reden über einen Tech-Gipfel im Trump Tower, der stattfinden wird oder stattgefunden hat. Wir reden über iOS-Updates. Es gibt eine kleine Info zu Pokémon Go, ebenso zu neuen Windows-Apps und neuen Architekturen in der Windows-Welt und zu guter Letzt noch eine News rund um Super Nintendo in der echten Welt quasi. Wir starten mit den Kopfhörern. Gestern gab es die News dazu, warum sich die AirPods so verschoben haben. Heute gibt es neue Gerüchte, dass die AirPods vielleicht doch noch dieses Jahr veröffentlicht werden könnten. Grundsätzlich gibt es da Informationen aus diesen Drittherstellerkreisen bzw. wieder aus Zuliefererkreisen. Da wird gesagt, dass es offensichtlich heuer doch noch einen Release geben sollte. In was für einer Stückzahl, wo und wie, ist weiterhin noch fraglich. Auch da eben, es sind nur Gerüchte und nur Aussagen von Dritten. Eine offizielle Aussage von Apple gibt es nicht. Genauso wenig gibt es eine offizielle Aussage von Apple zu den Beats X. Das ist das dritte Modell aus der Beats-Reihe, das mit dem neuen W1-Chip von Apple kommen soll und dementsprechend die Bluetooth-Verbindung da deutlich besser sein soll. Es ist das erste Beats-Modell mit einem neuen Design. Die beiden bereits verfügbaren Beats-Kopfhörer mit dem W1-Chip sind alte Designs. Die Beats X wären ein neues Design. Auch die haben sich verschoben. Da hieß es mehr oder minder, sie sollen noch diesen Herbst kommen. Der wäre am 21. Dezember vorbei. Neuen Berichten zufolge könnte es aber durchaus passieren, dass sich die aufs nächste Jahr verschieben. Schade, dementsprechend ist die Chance, dass einer der beiden Kopfhörer unter dem Weihnachtsbaum quasi liegen wird, relativ gering. Zum anderen, Donald Trump, der designierte US-Präsident, hat zu einem Tech-Gipfel, Tech-Summit nennt sich das Ganze, gerufen und da sehr, sehr viele bekannte Größen aus dem Silicon Valley und generell aus dem Technologieumfeld in den USA eingeladen. Es gibt viele Zusagen aus dem Silicon Valley für dieses Summit. Unter anderem wird auch Tim Cook dort auftauchen, der Chef von Apple. Es werden Größen von Amazon, Google, Microsoft und Intel erwartet und auch sonst einige Tech-Hersteller rundherum. Absagen gibt es offensichtlich eher wenige und daher redet man sich darauf aus, dass man im Ausland sei oder andere Verpflichtungen habe und nicht kommen könne. Großer Update-Tag bei Apple. Aktuell wurde iOS 10.2, tvOS 10.1 und watchOS 3.1.1 veröffentlicht. Die größeren Änderungen findet man in iOS 10.2. Dort gibt es neue Emojis, neue Nachrichteneffekte und eine neue Notruffunktion. Die ist jetzt eben für alle Nutzer verfügbar. Man hat insgesamt sehr, sehr viele 7 Betas dafür gebraucht, um jetzt tatsächlich den finalen Release zu schaffen. Ja, 10.2 eben offiziell verfügbar ab sofort, wenn ihr euch neue Emojis holen wollt, updaten. Es dürfte ein sehr gut getestetes Update sein und aktuell nach den ersten paar Stunden gibt es zumindest noch keine berichteten Probleme. tvOS 10.1 und watchOS 3.1.1 sind leider relativ wenig spürbare Updates dabei, denn die meisten Updates betreffen die USA. Einerseits geht es um die neue TV-App, die im Zuge der Oktober-Keynote vorgestellt wurde. So eine App, mit der ihr mehrere TV-Anbieter untereinander bündeln könnt. Zum anderen geht es um Single Sign-On. Auch das ist leider nur in den USA verfügbar. Dementsprechend merkt man hier in Europa relativ wenig von den Neuerungen. Niantic hat seine Ankündigung wahrgemacht und endlich neue Details zu Pokémon Go veröffentlicht. Da gab es im Vorfeld viele Gerüchte, dass wir neue Pokémon erhalten werden. Insofern hielten die Gerüchte Wort oder auch Niantic hatte da schon ein paar Ideen gestreut. Es gibt jetzt neue Pokémon, sie kommen allesamt aus der Silber- und Gold-Edition. Welche das genau sind, wissen wir aber leider noch nicht. In der Präsentation selbst wurden nur 2 neue angekündigt. Alle neuen Pokémon wird man nur in Eiern finden können, nicht normal fangen. Das bedeutet, ja, die nächsten Tage werden dann zeigen tatsächlich, was und wie viele Pokémon das sind. Zusätzlich wird es ein Weihnachtsevent geben, das ist wenig überraschend. Da wird man dann Pikachu mit einer Weihnachtsmannmütze fangen können, um so ein bisschen dem Event Folge zu tragen. Kurz vor der Aufnahme hat mir der Achim, mein GeekTalk-Kollege, der auch sehr gerne Pokémon Go spielt, bereits ein Bild geschickt. Die App ist offensichtlich schon verfügbar, ohne Update. Der Ladebildschirm weist aber schon auf dieses Weihnachtsevent hin. Insofern, ihr braucht offensichtlich auf kein App-Update hoffen oder warten. Offensichtlich wurde das bereits im Hintergrund eingespielt und nur jetzt freigeschalten. Wieder ein bisschen technischere News. Es gibt die ersten Windows-Apps für ARM-Chips. Dem vorausgehend eine andere Info, die wir auch schon im GeekTalk diskutiert hatten.
Windows 10 soll jetzt in Vollversion quasi auf ARM-Geräten in Zukunft laufen, in Kooperation mit Qualcomm. Wir reden nicht von einem abgespeckten Windows RT, so wie wir das schon mal hatten, sondern tatsächlich von einem volllauffähigen Windows 10. Jetzt gibt es die ersten Apps dafür, es sind noch keine großen Schritte, es ist nur PuTTY, das ist so ein SSH-Client, und 7-Zip, so ein ZIP-Programm. Aber immerhin, offensichtlich war es den Entwicklern innerhalb kürzester Zeit möglich, die Info stammt aus der letzten Woche, dass das überhaupt kommen soll, da auch Apps dafür anzupassen und zu veröffentlichen, spricht ja mal für sich. Zuletzt noch eine sehr spannende News oder eine sehr schöne News für mich zumindest. Es wird ein Super Nintendo World in Japan geben. Man kann sich da jetzt so einen Vergnügungspark vorstellen, der aber komplett auf die Nintendo-Lizenz aufbaut und eben sich rund um das Nintendo-Mario-Thema drehen wird. Größtenteils wird mit den Universal Studios Japan gemeinsam realisiert, wurde heute von Nintendo offiziell angekündigt und soll 2020 eröffnen, passend zu den Olympischen Spielen in Tokio. Ich hoffe, ich werde mal die Chance haben, dort auf die Spuren von Super Mario zu wandeln in der neuen Entertainment-Welt und dem neuen Freizeitpark von Nintendo. Das war's von den News von heute, das war's von mir von heute. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und freue mich schon auf morgen. Liebe Grüße aus Wien. Ciao. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk, das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @geektalkdaily. Hört mehr Geek Talk!